Ja, irgendjemand im Dorf wird wissen, wo der alte Van Buren gelebt hat und vielleicht auch, wo wir das Buch finden können. Soll ich nicht doch mitkommen? Wenn deine Füße so wehtun wie meine, möchte ich dir das nicht antun. Ich bin nicht lange weg. Passt ihr bitte auf Timmy auf? Keine Sorge, er schläft. Wenn du wiederkommst, warten heiße Würstchen auf dich. Kann's kaum erwarten. Wie ausgestorben. Schwer zu sagen, wie alt das Dorf ist. Es könnte hunderte Jahre hier am Rand des Waldes gestanden haben. Das Dorf sieht ziemlich heruntergekommen aus. Überall nur notdürftige Reparaturen, wenn überhaupt. Gebrannte Ziegel zum Hausbau. Vermutlich gibt es irgendwo in der Nähe ein Lehmvorkommen. Das Haus eines Handwerkers, wie es scheint. Holzbretter, Ziegel, dort etwas Reet und einige Dachschindeln. Der Handwerker muss das Haus vor Jahren verlassen haben. Heute hätte er hier im Dorf viel zu tun. In dem Ofen hat seit Jahren kein Feuer mehr gebrannt. Und so krumm und schief, wie er ist, sollte ich aufpassen, dass er nicht über mir zusammenstürzt. Das Dorf sieht ziemlich heruntergekommen aus. Überall nur... Das ist das einzige Gebäude im Dorf, in dem Licht brennt. Es scheint eine Art Gemischtwarenladen zu sein. Irgendjemand scheint hier noch zu leben. Das Bettlaken hängt noch nicht lange da. Friedhöfe sind schon unter normalen Bedingungen angsteinflößend. Aber der hier ist extra gruselig. Ich frage mich, warum die Leute in abgelegenen Dörfern Grabsteine und Kreuze nie gerade aufstellen können. Haben die denn weder Winkel noch Augenmaß? Die Kirche sieht aus, als hätte sie seit Jahren niemand mehr betreten. Eine Geisterkirche. Also keine Kirche für Geister. Eine Kirche für Menschen. Geistliches hat damit nichts zu tun. Wie fast alle Gebäude im Dorf. Verlassen, gruselig und irgendwie auch ein wenig traurig. Hallo? Jemand zu Hause? Geh weg! Meinen Kopf kriegst du nicht! Ich will Ihren Kopf gar nicht. Ich will nur ein paar Informationen. Hinfort, kopfloser Reiter! Mich legst du nicht herein! Hier draußen gibt es einen kopflosen Reiter? Als ob du das nicht wüsstest. Er jagt mich. Er will meinen Kopf, damit er ihn sich auf seine eigenen Schultern setzen kann. Sind Sie sicher, dass er Ihren Kopf will? Oder will er irgendeinen Kopf? Ich meine, was würde er wohl tun, wenn er einen Gnomen mit einem schönen großen Kopf sähe? Geh einfach weg, du Scheusal! Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein Gnom, komme aus Seefels und will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Natürlich! Ein Gnom aus Seefels kommt alleine in den Düsterwald spaziert und will nur ein paar Fragen stellen. Ich bin nicht allein. Ein lebendes Skelett, ein Zombie, ein Roboter und eine sprechende Ratte begleiten mich. Es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge. Genug! Verschwinde, Dämon! Können wir nicht drinnen weiterreden? Dann müssen wir nicht so schreien. Ah, jetzt ist alles klar. Du bist der Teufel!
Du kannst meinen Laden nicht betreten, ohne dass ich dich dazu auffordere. Ich bin nicht der Teufel. Der zweitbeste Trick des Teufels ist es, jemanden glauben zu lassen, er sei es nicht. Das ist doch lächerlich. Ich mache jetzt die Tür auf. Hallo? Stirb, Monster! Hey, Sie hätten mich treffen können. Keine Bewegung! Sagt man nicht erst keine Bewegung und schießt dann? Keinerlei psychokinetische Energie. Du bist nicht magisch. Danke, dass Sie mich daran erinnern. Wer bist du? Was willst du hier? Wie bereits gesagt, mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin auf der Suche nach Informationen über einen gewissen Van Buren. Er muss vor einiger Zeit hier gelebt haben. Der Hexenmeister? Übler, übler Charakter. Mit solchen Leuten sollte man sich nicht einlassen. Lebt er etwa noch? Nein, ist schon seit gut 30 Jahren tot. Ich erinnere mich, wie die Erwachsenen mit Mistgabeln und Fackeln hoch zum Schloss gegangen sind. Richtig traditionell. Naja, so rückblickend betrachtet, hätten sie ihn nicht umgebracht, wären wir vielleicht nicht verflucht worden. Van Buren hat sie verflucht? Das ganze Dorf! Jeder wusste, dass der Alte unheilige Experimente in seinem Schloss machte. Aber im Prinzip sind wir gut miteinander ausgekommen. Wir hätten niemals sein Schloss gestürmt, wenn die Paladine und Magier uns nicht dazu angestachelt hätten. Sie meinten, es sei unsere Pflicht, ihnen gegen das Böse zu helfen. Das müssen dieselben Leute gewesen sein, die überall gegen den Kult des Namenlosen gekämpft haben. Wer immer sie waren, sie sind weitergezogen, nachdem der Hexenmeister tot war, und haben uns mit dem Fluch allein gelassen. Der Fluch lässt Leute verschwinden? Nicht direkt. Das hier war schon immer eine besondere Gegend, weißt du? Zum Beispiel ist es hier immer Nacht und wir haben immer Vollmond. Der Wald und das Gebirge verwirren die Sinne. Solche Dinge. Man kann sagen, die Menschen in dieser Region sind einiges gewöhnt. Aber nachdem der Hexenmeister getötet wurde, war es anders. Der kopflose Reiter? Nicht nur der, auch andere. Abscheuliche Kreaturen. Sie kommen aus dem Wald und jagen uns. Einer nach dem anderen wurde geschnappt und in den Wald verschleppt. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. In diesem Dorf ist es immer Nacht? Das ist doch verrückt. Wieso ist das verrückt? An anderen Orten ist es immer Sommer. Irgendwo im Norden gibt es eine Insel, da regnet es ständig. Hier ist es halt immer Nacht. Einige Leute kommen extra deswegen in diese Region, so wie andere in ein warmes Klima ziehen. Ins alte Schloss ist zum Beispiel vor einigen Jahren ein Gentleman eingezogen, ein Graf sogar. Er scheint nichts dagegen zu haben, dass es ständig Nacht und Vollmond ist. Das Schloss da oben auf dem Berg? Dort hat der Hexenmeister gelebt? Dort hat er gelebt und dort ist er gestorben. Dann muss ich dahin. Ha, viel Glück! Den Weg durch die Berge findest du niemals. Können Sie ihn mir nicht zeigen? Du meinst meinen Laden verlassen, während da draußen der kopflose Reiter auf mich wartet? Niemals. Ich bin der Letzte, der allerletzte, der noch in diesem Dorf lebt. Einige sind geflohen, aber die meisten... Wenn ich sterbe, stirbt das Dorf. Was würden meine Vorfahren dazu sagen?
Entschuldigen Sie, Ihr Name war... Whale. Tim Whale. Und Sie sind der Ladenbesitzer? Jawohl. Und ich bin der Bürgermeister dieses schönen Dorfes. Und der Priester, Feuerwehrmann, Wirt, Kutscher und Schmied. Oh, dann haben Sie bestimmt viel zu tun. Geht so. In den Ratssitzungen werden wir uns meistens schnell einig. Hey, möchtest du vielleicht nach Düsterdorf ziehen? Ich könnte dir den Posten des Landvogts anbieten. Ich bleibe lieber nicht länger hier als nötig. Es liegt an den namenlosen Schrecken aus dem Wald, oder? Kann ich dir nicht verdenken. Danke für Ihre Hilfe. Wir werden morgen früh zum Schloss aufbrechen. Da gibt es natürlich ein Problem. Zu wissen, wann morgen ist? Nein, ich spreche eher von verborgenen Schluchten, messerscharfen Felsen, wackeligen Felsvorsprüngen und geheimen Pfaden. Ihr könnt das Schloss nicht erreichen, wenn ihr den Weg nicht kennt. Ich weiß, wie das läuft. Ich muss unbedingt zum Schloss und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Und Sie haben da zufällig ein Problem mit einem kopflosen Reiter. Aber wissen Sie was? Dieses Mal nicht. Denn während ich mich von meiner eigentlichen Aufgabe ablenken lasse, passiert einem meiner Freunde etwas. Ich habe ein klares Ziel und ich bin in den Bergen aufgewachsen. Ich werde einen Weg finden, ganz ohne Hilfe. Guten Tag. Gute Nacht. Eine Armbrust ist eine verheerende Waffe. Zumindest, wenn man in der Lage ist, damit etwas aus ein paar Metern Entfernung zu treffen. Hey, ich verkaufe die Waffen nur. Ich habe nie gelernt, damit umzugehen. Die Statistik sagt, es ist wahrscheinlicher, sich mit einer Armbrust im Haus selber zu erschießen, als einen Einbrecher. Die Statistik wurde von Leuten gemacht, die nicht in einem verfluchten Dorf leben. Eine Armbrust ist zumindest, wenn man... Hey! Jetzt, wo ich kein Magier mehr bin, sollte ich vielleicht versuchen, ein mächtiger Krieger zu werden. So eine Rüstung würde mir ziemlich gut stehen, glaube ich. Ich habe noch nie so viele Schlösser, Ketten und Zaubersprüche an einer einzigen Tür gesehen. Und auch die Armbrustbolzen deuten darauf hin, dass hier ein sehr nervöser Mensch lebt. Der Herr Bürgermeister hat sicherlich nichts dagegen, dass ich mir einen der Bolzen ausleihe. Immerhin schießt er sie großzügig durch die Gegend. Vermutlich ist das Fass mit irgendeiner Säure oder mit Weihwasser oder etwas anderem gefüllt, womit sich der Bürgermeister Eindringlinge vom Hals halten will. Das war mal ein... sowas wie ein... eine Wildschweinkuh? Vielleicht hätte Herr Whale weniger Angst, wenn er sich nicht mit solchen gruseligen Dingen umgeben würde. Die Stadt. Ich glaube nicht, dass der Laden gut läuft. Sicher, ein bunt zusammengewürfeltes Sortiment von Rüstungen, Waffen, Nahrung und Zaubertränken funktioniert eigentlich immer. Aber wenn der Laden mitten im Nirgendwo steht und es niemanden gibt, der Helden in diese Region schickt, wer soll all den Kram dann kaufen? Das Regal scheint eine Art Lager für Dinge zu sein, von denen selbst der optimistischste Ladenbesitzer nicht hoffen kann, sie bald zu verkaufen. Hätte ich mehr Zeit, würde ich mich da begeistert durchwühlen. Ich liebe so ein Zeug. Ich glaube nicht, dass der Laden gut läuft. Sicher, ein Bund, aber wenn... Und was ist das hier? Sowas wie Unterwäsche aus Metall? Das ist ein schweres Kriegerset, Level 90. Ein was? Ist dasselbe Modell wie das daneben, nur halt für weibliche Krieger. Das hier und das. Sie wollen mir erzählen, das seien gleichwertige Rüstungen? Jupp, schwere Plattenrüstungen bieten optimalen Schutz gegen alle Arten von Waffen. Aber da kann man ja überall durchgucken. Ein Stoß mit einem Schwert im Bauchgegend und... Ich verkaufe seit 20 Jahren Rüstungen.
und vor mir mein Vater und mein Großvater. Willst du mir erzählen, du wüsstest mehr von schweren Plattenrüstungen als ich? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist wirklich das Albernste, was ich jemals gehört habe. Diese Rüstung bedeckt nur sehr wenig. Man könnte auch sagen, nur das Nötigste. Sie sieht nicht sonderlich bequem aus. Und eine Kriegerin müsste sicherlich fürchterlich frieren, wenn sie damit in die Nordlande gehen würde. Beeindruckende Rüstung. Nur die Schultern wirken etwas unpraktisch. Die Schultern bringen Panzerung plus 22 und Beweglichkeit plus 9. Warum verbessern übertrieben große Schulterplatten die Beweglichkeit? Sollten sie die Beweglichkeit nicht eher einschränken? Das wäre doch unfair. Krieger haben schon von Haus aus eine deutlich niedrigere Beweglichkeit als zum Beispiel Schurken. Aber können nicht auch Krieger Schurken sein? Ich meine, wenn ein Krieger zum Beispiel unfair kämpft oder beim Würfeln betrügt? Ein Krieger, der auch ein Schurke ist? Wie sollte das gehen? Woher wüsste ich dann, ob ich ihm den Plattenpanzer verkaufen darf oder nicht? Schurken dürfen nur Lederrüstungen tragen, vielleicht noch Kettenhemden, genau wie Jäger. Ah, verstehe. Damit die Rüstung nicht quietscht und die Tiere verscheucht. Es ist bestimmt nur ein Verkaufstrick, wenn gesagt wird, eine Rüstung mache jemanden geschickter oder zu einem besseren Kämpfer. Es kommt doch darauf an, wer in der Rüstung steckt. Man sieht ihm an, dass er schon lange in Angst lebt. Armer Kerl. Aber wenn er mir nicht helfen will, werde ich nicht versuchen, ihn zu überzeugen. Wir finden schon einen Weg durch die Berge, auch ohne ihn. Das Feuer spendet Wärme und Licht. Die Leute hier im Düsterwald müssen eine unglaublich hohe Holzrechnung haben. Ich frage mich, warum er nicht wegzieht. Was hält ihn hier? Ich meine, selbst wenn der kopflose Reiter ihn nicht in die Finger kriegt, früher oder später wird er sterben und dann ist das Dorf so oder so dem Untergang geweiht. Das da auf dem Boden ist ein Bannkreis, oder? Kennst du dich mit Geisterbannung aus? Ein wenig. Muss nicht der Geist im Bannkreis sein und nicht derjenige, der den Geist bannen will? Wenn man mit so einem Ding Geister einsperren kann, dann kann man sie auch aussperren. Der Kreis ist meine letzte Verteidigungslinie für den Fall, dass das Salz vor den Fenstern und Türen nicht standhält. Sind die Wesen aus dem Wald denn Geister? Dort lebt alles Mögliche. Warum nicht auch Geister? Sicher ist sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich einen Geist fernhalten könnte. Oh, dann bist du also der Geisterexperte, ja? Hast du dein Leben auch in einem verfluchten Dorf verbracht und bist als einziger übrig, nachdem alle anderen längst fort sind? Sogar der alte Reverend Südo, der ja angeblich alles über das Böse wusste, Entschuldigung. Ja? Als Bürgermeister haben Sie doch bestimmt schon einen Plan, wie Sie dem kopflosen Reiter das Handwerk legen wollen, oder? Natürlich. Ich habe ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Das sollte schwierig zu verdienen sein, gleich aus mehreren Gründen. Willst du vielleicht dein Glück versuchen? Nein, ich bin kein Kopfgeldjäger und habe auch keine Zeit. Ich muss ein Buch finden, um einen Zauberstab zu zerstören. Bitte? Wenn das wichtiger ist, als Düsterdorf vor dem Untergang zu bewahren. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Ein Standard-Armbrustbolzen aus Eisen. Ungefähr eine Menschenhand lang und ziemlich schwer. Ich möchte so ein Ding nicht abbekommen. Nur gegen Werwölfe ist er leider nutzlos. Gegen die hilft nur Silber. Ähm,
ändert sich das Wetter hier immer so schnell? Der kopflose Reiter! Er kommt! Das haben Sie auch schon geglaubt, als ich vor der Tür stand. Schau, hier! Die psychokinetische Energie sprengt beinahe die Skala! Ich bin zwar Diplom-Magier, aber was genau ist das? Du hast immer geschwänzt, oder? Das PKE zeigt an, ob Geister, Dämonen, böse Kräfte in der Nähe sind. Es ist der kopflose Reiter, garantiert! Dann muss ich sofort zu meinen Freunden. Stopp! Hast du nicht gehört? Da draußen ist ein kopfloser Reiter! Und meine Freunde! Stopp! Keine Bewegung! Oder ich schieße! Wie denn? Ohne Bolzen in der Armbrust. Hallo? Da ist er! Wer ist da? Nate? Stecken Sie das Ding weg! Was ist passiert? Wo sind die anderen? Ich verstehe nicht. Da war ein Ritter mit einem Schwert? Okay, da war also ein Ritter und noch was? Ein Monster? Da war ein Ritter und ein Monster? Ein Drache? Oder ein Löwe? Ein Werwolf! Ein Ritter und ein Werwolf? Was haben Sie getan? Was ist mit den anderen? Ach so, Gulliver hat seinen Kopf verloren. Puh, ich dachte schon. Einer deiner Freunde wurde geköpft und du bist erleichtert? Na, besser Gulliver als einer der anderen, meinst du nicht? Ich weiß nicht. Was ist mit Timmy? Esther? Deine Mutter? Sie hatte Panik und ist davongelaufen? Wohin denn? Hat sie Timmy bei sich? In Richtung Wald? Esther ist in den Wald gelaufen? Dann ist sie verloren. Gar nichts ist sie. Komm, Nate, wir gehen zu Gulliver. Dann suchen wir Timmy und deine Mutter. Ihr könnt doch da nicht raus. Wir sagen ihnen Bescheid, wenn wir auf kopflose Reiter stoßen. Keine Bewegung! Hier hat jemand einen Kopfgeldjäger gerufen. Und gerade als unser junger Freund rausgehen wollte, kamst du herein. Alles klar. Ich werde in den Wald gehen und sämtlichen kopflosen Reitern, Raubrittern und Werwölfen den Garaus machen, die mir über den Weg laufen. Da gibt es auch noch eine kleine Ratte und einen Zombie. Kein Problem. Wenn wir uns auf einen Preis einigen können, erledige ich auch die. Nein! Das sind unsere Freunde. Den Zombie und die Ratte nicht töten. Auch gut. Ich halte ein Auge nach den beiden offen. Kostenlos. Wie genau willst du vorgehen? Was ist dein Plan? Finden und vernichten. Da sehe ich zwei Probleme. Erstens das Finden, zweitens das Vernichten. Er hat recht. Der Wald verwirrt die Sinne. Er ist trickreich und böse. Das Unheil hat im Herz des Waldes seinen Ursprung. Dort gibt es eine Lichtung mit einem alten Baum in der Mitte.
unter dem Baum eine Höhle. Dort leben sie. All jene, die so viel Leid über unser schönes Dorf gebracht haben. Nicht mehr lange. Wer bist du und wie genau willst du den kopflosen Reiter, den Ritter und den Werwolf aufhalten? Ich bin die Lösung für eure Probleme. Ich habe Mittel und Wege, jeden klein zu kriegen. Auch wenn Waffen nutzlos sind? Es könnte ein Spuk sein. Solange die Bezahlung stimmt, werde ich den Job erledigen. Die Bezahlung wird fürstlich sein. Ich bin der reichste Mann im Dorf. Ich sollte mitkommen. Zu zweit sind unsere Erfolgsaussichten besser. Das letzte Mal, als ich im Team gearbeitet habe, hat man mir eine Holzlatte über den Schädel gezogen. Dann hattest du die falschen Partner. Mit Ivo und Kapitän... Ich arbeite allein. Halte das Gold bereit. Es wird nicht lange dauern. Sehr selbstbewusst. So wie die anderen. Die anderen? Glaubst du, er ist der Erste, der versucht, dem Übel im Wald auf den Grund zu gehen? Ich habe schon aufgehört zu zählen. Kaum einer hat das verfluchte Herz des Waldes gefunden. Und zerstören konnte es niemand. Komm, Nate. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass der Kopfgeldjäger unsere Freunde findet. Zurück zum Lager. Pass doch auf. Ganz ruhig, Körper. Ich bin ja hier. Setz dich bitte brav ans Feuer. Ans Feuer, nicht ins Feuer. Was ist passiert? Nate hat von einem Ritter und einem Werwolf erzählt? Es war schrecklich. Ich bin eingenickt und plötzlich schrie mein Sahnetörtchen. Ich bin aufgesprungen, bereit, sie zu verteidigen. Es blitzte und ich konnte die gleißende Gestalt eines Ritters sehen. Ein Paladin, um genau zu sein. Und dann? Meine Blütenknospe war wie von Sinnen vor Angst. Sie lief in Richtung Wald, weg von dem Paladin. Ich wollte ihr hinterherlaufen, doch beim nächsten Blitz stand da ein Wolf. Wirklich furchterregend. Nate hat geschrien, Esther hat geschrien. Ich bin gestolpert und habe einfach den Kopf verloren. Ich habe Nate zugerufen, er solle fliehen und im Dorf Hilfe holen. Der Werwolf kam auf mich zu und ich war sicher, dass er mich auffressen würde. Mein Körper versuchte, mich zu verteidigen, aber er hatte Probleme mit der Orientierung. Plötzlich schlug ein Blitz ganz in der Nähe ein. Der Wolf erschrak und lief den anderen in den Wald hinterher. Es geht Ihnen gut. Ich meine, es darf Ihnen nichts passieren. Sie sind mit heiler Haut in den Wald gekommen. Aber diese Kreaturen waren Ihnen dicht auf den Fersen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn auch noch Timmy... Ach, Sie sind bestimmt in Ordnung. Wir müssen Sie nur ganz schnell zurückholen. Der Bürgermeister hat vom Herz des Waldes gesprochen. Dort hat das Böse seinen Ursprung. Da ist er sich sicher. Aber warum glaubst du, dass es Esther und Timmy ausgerechnet dahin verschlagen hat? Ich weiß nicht. Es ist ein Gefühl. Hier verschwinden seit Jahrzehnten Leute. Ich glaube, sie werden in den Wald gelockt oder, wie im Fall von Esther, getrieben. Wenn wir die beiden wiederhaben wollen, müssen wir dem Geheimnis des Waldes auf die Spur kommen. In dem Schloss dort drüben hat der Hexenmeister von Buren die letzten Jahre seines Lebens zugebracht. Das Buch, das wir suchen, dürfte irgendwo in dem Gemäuer versteckt sein. Das Buch interessiert mich nicht. Ich will mein Hasenzähnchen zurück. Wenn wir das Böse im Wald besiegen, bekommen wir Esther zurück. Und der Bürgermeister zeigt uns einen sicheren Weg durchs Gebirge. Na dann los! Also gut, ich mache mich auf die Suche nach den beiden. Haltet ihr hier die Stellung? Ich bleibe nicht hier. Ich werde helfen. Das tust du, indem du dich von Nate reparieren lässt und mir als Berater zur Seite stehst. Und vielleicht könnt ihr Dinge konstruieren, die mir weiterhelfen.
Ihr seid viel geschickter als ich. Aber meine Frau ist dort draußen und... Und dein Sohn ist hier. Willst du ihn allein zurücklassen? Oder ihn mit in den verfluchten Wald nehmen? Aber... In Ordnung. Bring mir meine Kirschblüte zurück. Und nur ein Wort, und ich stehe an deiner Seite. Ich weiß. Am besten fange ich an, nach Spuren zu suchen und Informationen zu sammeln. Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe. Wir haben alles genau so vorgefunden. Ein paar kreisförmig angelegte Steine auf einer Sandfläche, keine Bäume in der Nähe, eine vorbildlich angelegte Feuerstelle. Nur, was sagt es über ein Dorf aus, wenn Reisende lieber außerhalb des Dorfes übernachten, als sich im Dorf ein Zimmer zu mieten? Was steckt denn da im Sand? Sieht aus wie ein dickwandiger Steinbecher, wie die Zwerge ihn benutzen. Die Dinger wären mir zu schwer, um damit weite Strecken zu reisen. Aber die Zwerge sagen, der Stein, aus dem die Becher gefertigt sind, erinnere sie an zu Hause. Ich befürchte, der Zwerg, der den Becher hier in die Wildnis getragen hat, hat nichts mehr dagegen, dass ich ihn nehme. Der Becher war mit Sand gefüllt. Vielleicht kann ich den auch mal gebrauchen. Wir sind den ganzen Weg von Seefels gelaufen. Einen guten Teil der Strecke sogar jenseits befestigter Straßen und Wege. Wir befürchteten, Ratsvorsitzende Van Buren könnte die Straßen überwachen lassen. Es war eine anstrengende Reise, aber wir waren gut versorgt. Essen, Wasser, warme Decken. Esther hat alles organisiert. Esther hat sich rührend um Timmy gekümmert. Seit Remis Tod ist er ganz anders als sonst. Er war früher immer so unternehmungslustig. Seit wir Seefels verlassen haben, hat er sich die meiste Zeit in Esthers Manteltasche verkrochen und jedes Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Und jetzt Monster und Werwölfe. Armer Kerl. Die Wolldecke ist alt, wurde schon mehrfach geflickt und ich bin sicher, dass sie von der Müllhalde unter Seefels stammt. Aber sie hält warm und geht nicht bei der ersten Gelegenheit kaputt. Etwas Fell. Könnte vom Werwolf stammen. Er ist Richtung Wald gelaufen und ist diesen Dornen zu nahe gekommen. Fußspuren. Ich bin kein Experte. Aber ich würde sagen, das hier sind nur Esthers Spuren. Sie führen in Richtung Wald, was ich mit Gullivers Aussage decken würde. Spuren vom Werwolf und von Esther. Aber keine vom Paladin. In dem Schloss hat der Hexenmeister Van Buren seine letzten Jahre verbracht. Er traute seinem Bruder nicht und hat eine Möglichkeit niedergeschrieben, wie man dessen mächtigen Zauberstab zerstören kann. Sobald wir Timmy und Esther gerettet haben, werden wir einen Weg zum Schloss finden. Mit oder ohne Hilfe des Bürgermeisters. In dem Schloss hat der Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie er mir helfen kann. Könnte man hinter seine Stirn blicken, würde man die kleinen Zahnräder arbeiten sehen. Nate hat in den letzten Tagen immer wieder versucht, Timmy ein wenig aufzumuntern. Manchmal ist es ihm gelungen. Doch früher oder später hat Timmy sich wieder in Esthers Manteltasche verkrochen. Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie könnte man... Ich glaube, seit dem Angriff hat Nate noch ein paar extra Scheite aufs Feuer geworfen. Allzu viel Sicherheit strahlt es trotzdem nicht aus. Das wäre die optimale Stelle, um ein Würstchen zu grillen. Nicht so heiß wie das offene Feuer, aber immer noch heiß genug. Esther hat gesagt, auf mich würden ein paar Würstchen warten, wenn ich aus dem Dorf zurückkäme. Dann kam alles anders. Man sieht Gulliver an, dass er nichts lieber tun würde, als Esther in den Wald hinterherzulaufen. Er tut es nur nicht, weil er Nate nicht allein lassen kann. Zum Glück, sonst müsste ich vielleicht noch jemanden retten.
Gulliver? Wilbur, wie können wir helfen? Ich habe einige Spuren vom Werwolf gefunden. Und auch von Esther. Aber seltsamerweise keine vom Paladin. Er war da. Ich habe ihn genau gesehen. So wie ich dich jetzt sehe. Ich glaube dir. Aber dennoch, er hat keinerlei Spuren hinterlassen. Also gut, haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Hallo. Ja? Wie es scheint, werde ich Ihnen letztendlich also doch helfen. Wie meinst du das? Der Fluch? Der Wald? Wir haben einen gemeinsamen Gegner, wie es scheint. Richtig, richtig. Versuch es nur. Ich traue dem Kopfgeldjäger mehr zu. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich nach jedem Strohhalm greife. Danke. Sehr motivierend. Der Laden hier ist ein traditionelles Abenteurer- und Heldengeschäft, oder? Allerdings. Mein Großvater hat es gegründet. Früher war hier viel los. Im Wald gab es Riesenspinnen. Eine Tagesreise nach Süden befand sich eine alte Goblinmine. Zur Blütezeit des Heldentourismus wollten wir sogar eine Kanalisation bauen. Wir verkaufen Rüstungen, Waffen, Tränke, Verpflegung, Eispfeile, Gegengifte, alles, was man so braucht. Und bezahlen lassen wir uns mit Spinnenbeinen, Goblinohren und solchen Dingen. Und was machen Sie damit? Geschäftsgeheimnis. Wenn du was verkaufen willst, kannst du das ohne Risiko tun. Ich bewahre den Gegenstand auf für den Fall, dass du ihn später zurückkaufen willst. Wie bitte? Naja, falls du es dir später anders überlegst, dann kannst du denselben Gegenstand zum selben Preis bei mir zurückkaufen. Das nennt man Marktwirtschaft. Das böse Herz des Waldes. Was genau ist das? Und wo finde ich es? Es ist eine Lichtung im Zentrum des Waldes. Ein alter, toter Baum steht dort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Aber wie finde ich die Lichtung? Der Wald ist ziemlich groß. Und verwirrend. Das Herz des Waldes will nicht gefunden werden. Was immer uns diese Kreaturen auf den Hals hetzt, es lebt auf dieser Lichtung. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, dass es vielleicht der Geist vom Hexenmeister Van Buren ist? Vielleicht. Die Alten haben uns gewarnt. Sie meinten, man solle sich nicht mit einem Hexenmeister anlegen. Sie hatten Angst und haben von schrecklichen Gefahren geflüstert. Hätten wir doch nur auf sie gehört. Kann mir dein Gerät nicht dabei helfen, das Herz des Waldes zu finden? Zeigt es nicht Geister und solche Sachen an? Ah, verstehe. Du meinst, nichts hier in der Nähe strahlt mehr psychokinetische Energie aus als das Herz des Waldes. Damit könntest du recht haben. Du solltest dir einen PKE-Detektor besorgen. Ich dachte eigentlich, Sie könnten mir Ihren geben. Meinen Detektor? Niemals. Es ist ein großartiges Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber wenn Sie es mir geben, könnte ich das Herz des Waldes finden und den Fluch beenden. Oder du könntest getötet werden und es im Wald verlieren. Es dauert Wochen, bis so ein Meisterwerk der okkulten Technik hierher geliefert wird. Und genau deswegen kann ich ja auch nicht auf ein anderes Gerät warten. Ich brauche Ihres. Schlag dir das aus dem Kopf. Der Detektor zeigt zuverlässig an, wenn Übernatürliches hier herumschleicht. Und das muss ich wissen. Ich bräuchte etwas, mit dem ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Haben Sie so etwas im Angebot? Ein Werwolf hat uns bisher noch nie angegriffen. Deswegen haben wir keine speziellen Anti-Werwolf-Waffen oder etwas in der Art.
Aber soweit ich weiß, sollte jede normale Waffe aus Silber ihren Zweck erfüllen. Wie bist du geskillt? Schild und Schwert oder beidhändige Dolche? Du meinst, mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen, ohne sich selber zu schneiden? Ah, also ein Fernkämpfer. Bögen, Armbrüste oder Schleudern? Wobei, eine Schleuder gegen einen Werwolf, nee. Bogen oder Armbrust wären besser. Ich habe einen schönen Kompositbogen plus 2 auf Lager. Aber der erfordert Geschicklichkeit 15. Ich glaube, mit so einer Armbrust könnte ich vielleicht umgehen. Ja, eine leichte Armbrust ist einfach zu bedienen und hat ordentlich Wumms. Jeder Noob kann damit etwas treffen. So eine leichte Armbrust, was kostet die? 3 Gold, 7 Silber und 2 Kupfermünzen. Oder ich gebe dir eine Quest. Was für eine Quest? Bringe mir 10 Wolfspelze. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Nein, es ist sehr wichtig. Klingt für mich wie eine ziemlich generische Aufgabe ohne echten Sinn. Du bringst mir 10 Wolfspelze und erhältst von mir als Belohnung eine Armbrust. Was gibt es da noch zu diskutieren? Silberbolzen habe ich allerdings keine. Meine Freunde oben am Lagerfeuer, kann ich sie vielleicht hierher holen? Es könnte sicherer für sie sein. Natürlich, nicht nur für sie. Die Monster aus dem Wald schnappen vielleicht einen von ihnen anstelle von mir. Also schön. Dann sage ich Gulliver Bescheid. Gulliver? Ist das nicht der, der geköpft wurde? Nicht geköpft. Er hat nur seinen Kopf verloren. Als Zombie hält er sowas aus. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Aber warum denn nicht? Er ist sehr nett. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Lebendig oder tot. Sie sollen sich entscheiden. Wir wollen anständige Leute hier im Dorf. Nicht welche, die aus Teilen anständiger Leute zusammengenäht sind. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. In dem Augenblick, als ich diesen gruseligen Wald gesehen habe, wusste ich, dass es mich früher oder später dort hinein verschlagen würde. Aber egal, wie viel Angst ich habe, Timmy und Esther haben bestimmt noch mehr. Bald so gut. Der Bürgermeister hat gesagt, der Wald verwirre die Sinne. Ich muss mir merken, wie ich wieder zurück ins Dorf komme. Und ich sollte nicht allzu laut sein. Hier treiben sich ein Werwolf, ein Ritter und vielleicht auch noch ein kopfloser Reiter herum. Ein Beil? Der Holzgriff ist ganz verwittert und der Eisenkopf ist mit einer feinen Rostschicht überzogen. Es muss schon sehr lange im Baum stecken. Monate, vielleicht Jahre. Die Klinge ist noch blank und sieht halbwegs scharf aus. Der Baum hat sie vorm Rost geschützt. Das ist... Oh nein! Was ist das denn? Wer hätte gedacht, dass man mit blutigen Stofffetzen Gnome anlocken kann? Eine Falle für den Werwolf. Beeindruckend. Danke. Du bist auch ein Gnom, oder? Scharf beobachtet. Ich habe noch nicht viele Spuren gefunden. Hattest du mehr Glück? Einige Spuren vom Werwolf und Fußabdrücke einer schweren Person, die aus Richtung der Klippen kommen. Das müssen Esthers Spuren sein. Sie verlieren sich bald im Unterholz.
Von einem Ritter, einem kopflosen Reiter oder sonstigen Schreckgestalten keine Spur. Vielleicht sind es Geister. Genau meine Vermutung. Irgendein Spuk. Jemand beschwört all diese Geistergestalten, um uns Angst zu machen. Dann dürfen wir uns keine Angst machen lassen. Ich kenne keine Angst. Naja, nur Spinnen. Die kann ich nicht leiden. Wie sie so da sitzen und dann plötzlich loslaufen und viel zu viele Beine. Wow, Kopfgeldjäger. Das ist so cool. Die meisten von uns Gnomen sind ja eher Nerds. Wir basteln gerne komplizierte Maschinen, mögen es gemütlich und meiden die große, weite Welt. Du bist auch hier. Und so eine Art Magier? Naja, nicht so richtig. Ich versuche, meinen Freunden zu helfen. Auch ganz ohne Magie. Und du? Hat dich die Abenteuerlust in die weite Welt gelockt? Gold. Oh. Nicht mein Traumjob, in zwielichtigen Gasthäusern herumzusitzen und Aufträge von schmierigen Gestalten anzunehmen. Sobald ich genug Gold zusammen habe, gehe ich zurück in die Höhlen und vergesse hoffentlich das meiste, was ich erlebt habe. Clevere Falle. Für mich hat sie schon mal gereicht. Du bist aber auch kein Werwolf. Messerscharfe Sinne und noch schärfere Zähne und Klauen. Der Käfig wird ihn nicht lange aufhalten und der Kampf mit dem Biest wird kein Vergnügen. Vielleicht sollten wir doch zusammen weitergehen. Dann können wir uns gegenseitig beschützen, weißt du? Du solltest gar nicht hier sein. Geh zurück ins Dorf und warte da 3 Tage. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin, verlasse den Düsterwald und schaue nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht ohne Timmy und Esther aufbrechen. Dann schrei laut, wenn der Werwolf dich erwischt hat. Dann weiß ich wenigstens, wo ich ihn suchen muss. Ich denke, das lässt sich einrichten. Genug geredet. Wir müssen meine Freunde finden. Ich muss einen kopflosen Reiter zur Strecke bringen und ich werde den Werwolf töten. So einer fehlt noch auf meiner Liste. Wenn ich dabei über deine Freunde stolpere, schön. Wenn nicht, auch gut. Wilbur. Was? Mein Name. Wilbur Wetterquarz. Und ich habe Angst um Timmy und Esther. Ich will sie unbeschadet zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Diese Steinköpfe findet man überall in Aventasien. Sie sind uralt und niemand weiß, wer sie erschaffen hat. Ich weiß nicht, ob mir das leuchtende Moos gefällt. Es spendet etwas Licht, das ist gut. Aber es sieht auch ziemlich unheimlich aus. Irgendetwas ist hier im Busch. Etwas Großes. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Könnte Esther sein. Genauso gut aber auch ein Werwolf oder ein anderes Waldmonster. Ich kann mich doch unmöglich vor den Busch stellen und dann einfach die Äste auseinanderdrücken. Was, wenn mich ein sprungbereiter Werwolf erwartet? Ich kann nicht erkennen, was... Genauso gut, aber auch... Also gut, ich werde mich schlagbereit machen und... Hallo? Ist da jemand? Oh, hallo, kleiner Mann. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Sie sehen nicht wie eine Pilzsammlerin aus. Ha, das möchte ich hoffen. Ich bin auf dem Weg zu meinem Verlobten. Er wohnt hier im Düsterwald in einem prächtigen Schloss. So hat er mir zumindest geschrieben. Das Gewitter hat mich überrascht und plötzlich stand diese alte hässliche Frau mitten auf dem Weg. Sie hob einen knöchrigen Finger, deutete auf mich und zeigte ein zahnloses Lächeln. Ich muss einen Augenblick unachtsam gewesen sein. Mein Rappe warf mich ab und lief in den Wald mit all meinen Sachen. Das klingt fürchterlich. Das ist es. Ich treffe meinen Verlobten und habe nichts anzuziehen.
Die alte Frau auf dem Weg klingt so, als könnte es eine Hexe gewesen sein. Ja, vielleicht. Sie war ganz alt und schrumpelig und hässlich. Ich habe mich noch nie so gefürchtet. Ein weiterer Gegner, auf den wir uns einstellen müssen. Gegner? Kämpft ihr Waldwichtel gegen diese Gestalten? Ich bin ein Gnom, kein Wichtel. Und ich komme aus den Bergen. Ich werde zumindest dankbar sein, wenn ich dieses Gesicht nie wiedersehen muss. Hey, wenn du ein Waldwichtel bist und sowieso die ganze Zeit hier herumwichtelst, dann kannst du ja vielleicht meine verloren gegangene Kleidung finden. Ich zahle gut. Naja, mal sehen. Mein Name ist Wilbur, aber sagen Sie, haben Sie hier im Wald vielleicht einen weiblichen Zombie, eine Ratte, einen Ritter, einen Werwolf oder einen kopflosen Reiter gesehen? Du meine Güte! Nein, ich befürchte nicht. Oder zum Glück nicht. Kennen Sie den Weg zum Schloss? Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich kenne den Weg nicht. Vladi hat mir geschrieben, ich solle mir im Dorf einen Führer suchen. Der Weg durch die Berge sei sehr gefährlich. Vladi? Ihr Verlobter? Der Graf. Wie ist er so? Er ist toll, sehr reich und sehr alt. Ich kann es kaum erwarten, ihn persönlich kennenzulernen. Sie sind mit ihm verlobt, haben ihn aber noch nie getroffen? Warum zögern und riskieren, dass ihn mir eine andere wegschnappt? Hier im Wald ist es zu gefährlich. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Dorf. Ausgezeichnet. Wo geht's lang? Hier. Oder Moment, nein. Hier. Oder, ach, folgen Sie mir einfach. Ich habe es schon Ihrem jungen Freund gesagt. Ich setze keinen Fuß vor die Tür, solange der kopflose Reiter frei herumläuft. Können Sie dann wenigstens eine Nachricht zum Schloss schicken, dass Vladi mich hier abholen soll? Ich wüsste nicht wie. Ich befürchte, Sie müssen sich gedulden, bis der Kopfgeldjäger mit guten Nachrichten zurückkehrt. Seien Sie mein Gast. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Danke, dass du sie hergebracht hast. Ich meine, wirklich danke. Gern geschehen. Hallo. Oh, mein Retter und kundiger Führer. Es hat gar nicht so lange gedauert, bis wir aus dem Wald gefunden haben. Sag das nochmal, nachdem du die Strecke mit hochhackigen Schuhen zurückgelegt hast. Machen Sie sich nichts draus. Mich wollte der Bürgermeister auch nicht zum Schloss hinaufbringen. Ja, aber du bist du und ich bin all das hier. Warum sollte er Sie eher aufs Schloss hinaufbringen als mich? Ich habe sehr höflich gefragt. Sowieso alles sinnlos. Der Kerl denkt nur an diesen kopflosen Reiter und dass er als letzter Dorfbewohner verschleppt werden könnte oder irgendwas. Es gibt ja auch Leute mit echten Problemen. Haben Sie vielleicht etwas Silber? Dann könnte ich einen Silberbolzen machen und mich so gegen den Werwolf verteidigen. Was interessiert mich der Werwolf im Wald? Ich will ins Schloss. Das ist die andere Richtung. Ja, aber wenn der Werwolf aus dem Weg geräumt ist, kann ich mich um den kopflosen Reiter kümmern. Und wenn der weg ist, bringt uns der Bürgermeister zum Schloss. Ziemlich weit hergeholt. Da inszeniere ich lieber eine Kleidungsfehlfunktion und überzeuge den Trottel damit, alles für mich zu tun. Allerdings ist das ein gewisses Risiko. Ich habe Vladi geschrieben, ich sei eine tugendhafte Jungfrau. Haben Sie nun Silber oder nicht? Natürlich besitze ich Silberschmuck, aber nicht für deine Spielereien. Ich glaube, es gibt einen Weg, den Grafen von ihrer Anwesenheit im Dorf in Kenntnis zu setzen. Ja? Alles, was ich dafür brauche, ist ein wenig Silber. Wozu? Ich gebe ihm einfach Lichtsignale. Morsecode, verstehen Sie? Wenn ich einen richtig, richtig guten Spiegel hätte, würde das Mondlicht dafür ausreichen.
Und nichts spiegelt Mondlicht besser als Silber, wie jedes Kind weiß. Klar, man sagt ja auch, der Mond schien silbern und sowas. Richtig. Ich würde das Silber einschmelzen und auf eine Glasscheibe dampfen. Verdammt clever. Wie viel Silber brauchst du? Etwa so viel, wie man für einen Armbrustbolzen aus Silber bräuchte. Na ja, wenn alles läuft wie geplant, habe ich bald Truhen voll von dem Zeug. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Es ist wichtig. Ich habe vorhin zufällig diese Rüstung für weibliche Krieger gesehen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Meinst du, Vladi würde sie gefallen? Keine Ahnung. Einem Pfeilhagel würde sie auf jeden Fall nicht standhalten. Pfeilhagel? Das Ding ist doch nicht zum Kämpfen da. Meine Rede. Eine Breitaxt ans Bein und das war's. Die clevere Dame kämpft nicht mit Pfeilen oder Breitäxten. Sie bringt andere dazu, für sie zu kämpfen. Und dabei helfen solche Rüstungen. Aber wenn eine junge Kriegerin wirklich kämpfen will, hat sie dann nicht auch eine richtige Rüstung verdient? Hübsch aussehen und wissen, was man will. Nur so kommt man im Leben voran. Der Wolfspelz, den Sie da haben, können Sie ihn mir geben? Warum? Such dir selber einen. Aber ich brauche ihn. Eigentlich sogar 10. Und ich? Soll ich frieren, nur weil du einen Pelz brauchst? Wenn Ihnen kalt ist, kann ich Ihnen diese schöne Wolldecke anbieten. Danke, aber mit dem Pelz geht's. Ja, aber... Finden Sie nicht, dass das Fell ein wenig seltsam aussieht? Du meinst... Na ja, ich weiß nicht. Schick ist es nicht. Aber Felle sind doch so flauschig. Egal, was die blöden Tierschützer sagen. Ich komme aus Seefels. Dort decken sich die Damen die Beine mit Wolldecken zu. Tatsächlich? Da fällt mir gerade ein, Vladi hat die Wölfe in einem seiner Briefe mal seine Kinder der Nacht genannt. Da wollen Sie sich doch bestimmt nicht mit einem Wolfsfell über den Beinen erwischen lassen, oder? Ich hätte hier eine schöne Wolldecke im Angebot. Viel besser. Hallo. Ja? Schauen Sie hier, ein Wolfsfell. Fehlen noch 9 Wolfsfelle. Sie haben es sich gar nicht angesehen. Es war ein Wolfsfell. Fehlen noch 9. Brauchen Sie wirklich noch 9 andere Felle? Sie hat schon das erste nicht interessiert. Die Quest lautet 10 Wolfsfelle für eine leichte Armbrust. Ein Fell wurde abgegeben. Fehlen noch 9. Wenn es dir dann mehr Spaß macht, kann ich mir eine Geschichte ausdenken, wofür ich sie brauche. Kann man bei Ihnen vielleicht Wolfsfelle kaufen? Klar. Ein Wolfsfell für, 3 Federn, eine Harpühe. Vergessen Sie's. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Das ist Timmys Halstuch. Es ist zerrissen. Lange dachte man, Augen in der Dunkelheit würden zu gefährlichen Tieren gehören, die einen beobachten. Doch dann stellte sich heraus, dass es einfach nur glühende Augen ohne Körper sind, die ganz harmlos vor sich hinschweben. Kein Grund zur Besorgnis. Hier sind mehrere Äste abgeknickt. Und hier? Oh Mann, ein paar Fellfetzen.
Sie sehen genauso aus wie die oben am Lagerfeuer. Der Werwolf muss auf Timmys Fährte sein. Hoffentlich war der Kleine längst weg, als der Wolf hier vorbeikam. Der Wald ist hier schon unheimlich genug, aber da wird er noch gruseliger. Ich wette, das böse Herz des Waldes liegt irgendwo dort in der Richtung. Wenn Timmy und Esther von den Monstern erwischt wurden, sind sie vermutlich dorthin gebracht worden. Auf, Wilbur. Ja, ja, zumindest der Werwolf scheint da zu sein. Sehr gut. Richtig, richtig. Der Werwolf ist da im tiefen Wald. Und wo der Werwolf ist, könnten auch meine Freunde sein. Also auf. Oh Mann! Ich will den beiden ja helfen, aber da ist ein Werwolf und ich bin unbewaffnet. Es bringt einfach nichts, wenn ich mich zerfleischen lasse. Damit wäre niemandem geholfen. Naja, bis auf den Werwolf vielleicht. Ich brauche eine Waffe, mit der ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Gulliver? Wilbur, wie können wir helfen? Ich dachte mir, im Dorf wärt ihr vielleicht sicherer als hier. Ich habe den Bürgermeister gefragt, ob ihr dort warten könnt. Lass mich raten, was er gesagt hat. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Das ist doch ungerecht. Warum will er euch nicht helfen? Die Leute kennen uns nicht. Und vor dem, was sie nicht kennen, haben sie Angst. Vielleicht kann ich noch mal mit ihm reden. In Seefels dachte ich, dass Erfolg und genug Geld die Leute vielleicht vergessen lassen könnte, wer wir sind. Aber das tun sie nicht. Nie. Was für ein Ding? Naja, so eine Art Energie, die von übernatürlichen Sachen ausgestrahlt wird. Man kann sie mit so einem kleinen Gerät mit Ärmchen dran aufspüren. Könnt ihr so ein Gerät bauen? So ein kleines Gerät mit Ärmchen dran, das Spuk aufspürt? Keine besonders präzise Beschreibung. Kannst du Konstruktionspläne besorgen? Dann können Nate und ich unser Glück versuchen.
Nein, glaube nicht. Wenn wir uns keinen eigenen PKE-Detektor bauen können, müssen wir irgendwie den vom Bürgermeister bekommen. Aber er will ihn nicht hergeben, weil er ihm zuverlässig die Gegenwart von übernatürlichen Dingen anzeigt. Was schlägst du vor? Ich arbeite daran. Also gut, haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Silber schmilzt erst bei hohen Temperaturen. Das Feuer dürfte dafür also besser geeignet sein. Um heiße Kohlen mit bloßen Fingern anzufassen, bräuchte ich schon einen richtig, richtig guten Grund. Jeder Zwerg fertigt seinen Reisebecher aus dem Gestein seines Heimatberges und verziert ihn mit seinem Wappen. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu. Erst wenn er seinen Steinbecher hat, darf ein Zwerg auf Wanderschaft gehen und unter freiem Himmel übernachten. Der Steinbecher würde das Feuer locker aushalten. Aber was bringt es mir, ihn zu erhitzen? Der Becher ist fast voll mit Silberschmuck. Sah erst gar nicht nach so viel aus. Silber schmilzt erst bei... Mal schauen, was passiert. Oh, heiß! Sogar heiß genug, um das Silber im Becher zu schmelzen. Vielleicht kann mir das helfen. Ich kann nicht sehen. Der Wolfspelz liegt genau vor dem Loch. Hab ihn! Der Bürgermeister ist nicht nur Bürgermeister, sofern mir das dabei hilft, das Böse aus dem Wald zu vertreiben, hat der Bürgermeister hoffentlich nichts dagegen. Eine Schnur kann man eigentlich immer gebrauchen, wie ich schon zu mehreren Gelegenheiten angemerkt habe. Es wäre kein Diebstahl. Ich brauche die Schnur dringend, um damit, Dinge zu machen. Allerdings ist die Wäscheleine an einen Haken am Haus geknotet und der ist zu weit oben für mich. Wenn man einen Knoten nicht öffnen kann, dann kann man ihn vielleicht zumindest zerschneiden. Das war's. Was soll das? Ich bin der Geist des Waldes. Haben wir nicht schon genügend echte Spukgestalten hier? Musst du dich jetzt auch noch als eine verkleiden? Ich, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann deine Füße sehen. Und ist das mein Bettlaken? Du hast den Geist des Waldes verunsichert, aber ich komme wieder.
Ich weiß nicht wie, aber er hat mich erkannt. Könnte damit zu tun haben, dass er als Bewohner des Düsterwalds viel Erfahrung mit Spukgestalten hat. Oder es lag an meinen Füßen, die unter dem Bettlaken hervorguckten. Ich habe mich als Gespenst verkleidet. Aber obwohl ich total überzeugend war, hat der doofe Bürgermeister mich erkannt. Es waren hauptsächlich meine Füße, die mich verraten haben. Dann lass meinen Kopf das Gespenst spielen. Mach mich zum Gespenst. Hier ist schon mal ein weißes Bettlaken. Und? Gruselig? Ein wenig. Das Regal scheint eine Art... Hätte ich mehr... Herr Whale will mit... Nein, nein, nein! Ich verkaufe sie dir nicht. Ich habe sie dir als Belohnung... Und die Quest ist, dass ich 10 Wolfsfälle abliefere. So ist's richtig. Ich habe hier noch ein Wolfsfell für Sie. Ein anderes. Großartig! Fehlen noch 8 weitere Wolfsfälle. Aber selbstverständlich. Kleinen Augenblick. Damit wären es 10. Und? Hast du während der Erfüllung der Quest Erfahrung gesammelt? Nein, ich habe geschummelt. Mir egal. 10 Fälle. Hier ist deine Armbrust. Ah, sehr gut. Fehlt mir nur noch ein Silberbolzen. Damit kann ich leider nicht dienen. Hallo. Ah, unser Geist. Was sollte das? Ich dachte mir, ein kleiner Scherz könnte vielleicht die Atmosphäre auflockern. Über Geister macht man keine Scherze. Könnten wir nicht doch nochmal über den Detektor sprechen? Ich brauche ihn dringend, um das Herz des Waldes zu finden. Und ich brauche ihn, um Übernatürliches in meiner Umgebung aufzuspüren. Solange das Gerät mich zuverlässig vor sämtlichem Spuk warnt, ist es für mich ein unerlässlicher Begleiter. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Nein. Ich glaube nicht, dass der Laden sicher... Aber wenn... Nate hat in den letzten Tagen immer wieder manchmal... Gulliver? Ja? In Ordnung. Lass uns spuken. Wie soll das gehen? Soll ich in den Laden hineinrollen? Ich könnte dich tragen. Ein Geist, der getragen werden muss, ist nicht gruseliger als ein Geist mit Füßen. Ich war gruselig. Aber vermutlich hast du recht. Also gut, haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Der Eisenbolzen dient nur als Vorlage. Gegen einen Werwolf bringt er mir nichts. Ich brauche einen Silberbolzen mit exakt gleicher Form und in exakt gleicher Größe. Das Einzige, was nützlicher als ein Bindfaden oder ein langer Stock ist, ist ein langer Stock mit einem Bindfaden dran. Solche Angeln bieten das Beste aus beiden Welten und man kann so ziemlich alles damit machen. Angeln zum Beispiel.
ich habe aus dem langen Stock aus dem Wald und der Wäscheleine aus dem Dorf eine Angel gebaut. Wenn ich damit wirklich angeln wollte, müssten die Fische allerdings ziemlich blind sein. Die Wäscheleine ist deutlich dicker als eine Angelschnur. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir dich fliegen lassen können. Tatsächlich? Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es hat mit dieser selbstgebauten Angel zu tun. Verstehe. Knote sie fest. Fertig. Was meinst du, Gulliver? Zeit, dem Bürgermeister einen Schrecken einzujagen? Wir können es zumindest versuchen. Ein fliegender Geist dieses Mal. Sehr schön. Nur sonderlich gruselig sieht er nicht aus. Aber er kann sprechen. Netter Effekt. Aber ich habe schon Bauchredner auf dem Jahrmarkt gesehen. Aber wir kommen wieder. Raus hier. Aber sonst erschreckt er sich doch vor allem. Dieses Mal wirkt er nicht sonderlich erschrocken. Lass den Kopf nicht hängen. Wir lassen uns was einfallen und versuchen es noch einmal. Das Kostüm müsste einfach gruseliger werden. Gulliver? Ja? Also gut, wir sind... Der Wald war also nicht nur eine Holzquelle für die Dorfbewohner. Sie haben auch Lehm abgebaut. Schwer zu sagen, was den Brennofen zerstört hat. Und wann? Könnten Zeit, Wind und Regen gewesen sein. Vielleicht aber auch Tiere oder andere Dinge. Ich schätze, früher wurden die Ziegel direkt hier im Wald gebrannt. Macht ja auch Sinn. Nicht nur, dass man hier ausreichend Feuerholz hat. Der Lehm ist sehr feucht und beim Brennen verliert er viel Gewicht. Warum sollte man all das Wasser ins Dorf schleppen, nur um es da verdampfen zu lassen? Sieht aus wie eine Art Presse. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass damit die Lehmziegel in Form gepresst wurden. Das Scharnier ist verrostet. Wenn ich die Presse mit Gewalt betätige, könnte sie kaputt gehen. Besser, ich repariere sie erst. Ob die Dorfbewohner zu tief gegraben und dabei einen Schrecken aus der Urzeit geweckt haben? Wenn, muss der Schrecken ganz dicht an der Oberfläche geschlafen haben. Ich sollte selbst mit bloßen Händen einen ordentlichen Lehmklumpen lösen können. Jupp, kein Problem. Wie es aussieht, wird hier schon seit Jahren kein Lehm mehr abgebaut. Und der Regen wird dafür sorgen, dass hier in ein paar Jahren nicht mehr viel zu sehen sein wird. Bevor ich den Lehm brenne, sollte ich ihn erst einmal in eine Form bringen, die sich zu behalten lohnt.
Der Abdruck des Bolzens im Lehm wäre so für nichts zu gebrauchen. Es gibt überall Lücken und Hohlräume im Ton. Er ist keine homogene Masse. Eine Holzpresse, mit der man Lehmklumpen in Ziegelform pressen kann. Zumindest wurde sie dafür gebaut. Vermutlich könnte man auch andere Sachen damit pressen, wenn sie nicht kaputt wäre. Hey, Nate! Ich habe im Wald eine kaputte Lehmpresse gefunden. Kannst du sie reparieren? Das war's schon? Wow, du bist schnell. Ein perfekter Lehmziegel. Ein absolut perfekter Abdruck des eisernen Bolzens. Besser, ich stecke den Abdruck nicht in meine Tasche. Er könnte sich verformen. Aber hier in der Nähe kann ich ihn benutzen, wenn ich ganz vorsichtig bin. Das offene Feuer eilt das Wasser. Also schön. Ein Abdruck eines Armbrustbolzens für die Ewigkeit. Das ist das Wasser aus dem Lehm. Der Block war ziemlich feucht. Der Block hat sich verformt und, wenn mich nicht alles täuscht, ist er um mindestens ein Drittel seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. So kann ich mit dem Abdruck des Bolzens nichts anfangen. Er ist nun kleiner, als er sein sollte und obendrein auch noch krumm und schief. Schade. Gulliver, ich überlege gerade, ob wir unser Gespenst mit ein paar glühenden Kohlestücken leuchten lassen könnten. Oder wie wäre es mit glühenden Augen? Das könnte noch gruseliger sein. Gute Idee. Dann brauchen wir nur eine Art Halterung und müssen sehr vorsichtig sein. Die Kohlen sind sehr heiß. Ach was. Hier, halt mal. Nicht verlieren. Nate, gib mir zwei Kohlestücke. Rotglühende von weit unten, wenn möglich. Und? Wie sehe ich aus? Das ist tatsächlich unheimlich und auch ein wenig eklig. So soll's sein. Gulliver? Ja? Dieses Mal schaffen wir es. Auf zum Spuk! Wow! Das sieht wirklich gruselig aus. Gut gemacht. Aha, dann benutzen Sie mal Ihr PKE und schauen, was es Ihnen sagt. Das brauche ich nicht. Ich weiß, dass hier nichts Übernatürliches am Werke ist. Woher wissen Sie das? Unter anderem kann ich den Faden sehen, mit dem du den Ball oder was immer das ist, hochhältst. Und ich sehe dich. Ich spreche sogar zu dir. Da ist was dran. Wilbur? Aber die Augen sehen stark aus. Und die Stimme ist auch gut. Wie schaffst du es, dass es klingt, als käme sie von dem Gespenst? Warum riecht es hier so angekokelt? Die Stimme kommt nicht von mir. Sie kommt von... Feuer! Feuer! Wilbur, wo bist du? Au! Was zum Teufel ist hier los? Wo sind denn alle? Was ist das? Der Gummiball hat sich in einen verfluchten Totenschädel verwandelt. Der
Richtig! Ich bin ein verfluchter Totenschädel aus der Hölle! Ich bin ein verfluchter Totenschädel aus der Hölle! Aber ich empfange keine übernatürliche Signatur! Ja, das liegt daran, dass wir bösen Dämonen gelernt haben, wie wir unerkannt spuken können. Das ist doch nicht möglich. Mehr noch, wir werden davon angezogen. Holt euch den Mann mit dem PKE, hat das Herz des Waldes gesagt. Nein! Wir kommen wieder! Das war unerwartet. Alles ist aus. Nein, ich werde das Herz des Waldes finden und dem Spuk ein Ende bereiten. Keine Angst. Bis später. Wilbur, na, wie haben wir das gemacht? Das hätte mir dann noch mehr Leid getan. Ich wünschte, wir hätten ihm nicht so einen großen Schrecken einjagen müssen. Ach, alles für den guten Zweck. Wenn du mit dem PKE-Gerät das Herz des Waldes aufspüren und zerstören kannst, dann ist ihm damit mehr geholfen als sonst wem. Hier, fang! Wenn ich das im Wald benutze, müsste es mir den Weg zum Herzen des Waldes zeigen. Nur erst einmal brauche ich etwas, mit dem ich mich vorm Werwolf verteidigen kann. Dann mal los. Was vergessen? Was denn? Meine Augen. Oh, Entschuldigung. Ah, sehr gut. Gehören zu meinen Besten. Und Esther meint, das linke sei das Schönste, das ich habe. Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, sehe ich diese schreckliche Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung in seinen Augen. Das tue ich mir nicht häufiger an als nötig. Jedes Mal... Manchmal ist es ihm gelungen. Man kann damit leben und alles. Ich glaube nicht, dass sicher, aber wenn. Ich wüsste nicht, was... Nein, ich la... Nichts. Keine psychokinetische Energie. Ich gebe es ihm zurück, sobald ich das Herz des Waldes gefunden habe. Wenn alles nach Plan läuft, ist es dann nur noch eine Erinnerung an die schreckliche Zeit, als im Wald Monster umgingen. Wie zu erwarten. Nichts. Zum Glück hielt der Bürgermeister einen lebendigen, brennenden Totenschädel für etwas Übernatürliches. Dabei ist Gulliver nur der ganz normale Zombie von nebenan. Aber sie ist so etwas wie das Gegenteil. Deswegen schlägt das PKE auch nicht aus. Das offene Feuer eignet sich, glaube ich, nicht, um Lehm zu brennen. Es ist zu heiß. Das Wasser im feuchten Lehm würde zu schnell verdampfen und den Lehm verformen. Ob ich auch den Sand zu einer Art Ziegel pressen kann?
Er ist trocken, deswegen klebt er vielleicht nicht gut. Hat funktioniert. Der Sand bildet einen recht festen Block, wie es scheint. Trotzdem lasse ich ihn am besten in der Presse, damit er nicht auseinanderfallen kann. Ein sehr guter Abdruck des Bolzens. Ich sehe keinen Unterschied zum Original. Im Sand ist ein Abdruck des Eisenbolzens. Das sieht vielversprechend aus. Das ist der spannende Augenblick. Nate, kannst du vorsichtig das flüssige Silber in die Sandform gießen, ohne dir die Zangen zu verbrennen? Ganz vorsichtig. Hervorragend! Gut gemacht! Das Silber hat gerade gereicht. Die Form im Sand ist bis oben mit Silber gefüllt und es kühlt schon ab. Jetzt heißt es warten. Perfekt! Er sieht exakt so aus wie der Eisenbolzen, nur dass dieser hier auch einem Werwolf Schaden zufügen kann. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünscht mir Glück. Pass auf dich auf, Wilbur. Und schrei, wenn du Hilfe brauchst. In Ordnung. Zeit, auf Werwolfsjagd zu gehen. Nein! Hinfort mit dir, du Scheusal! Das war einfach. Alles in Ordnung? Ist sie weg? Ich habe sie vertrieben. Dabei dachte ich schon, ich hätte sie gar nicht getroffen. Sie hat mich überrascht. Ich hasse Spinnen. Alles in Ordnung. Die Gefahr ist vorbei. Zumindest solange der Werwolf nicht... Timmy? Nicht! Bist du bescheuert? Ich hätte ihn erwischt! Das war mein Freund Timmy. Er ist kein Werwolf. Er ist eine Wehrratte. Wusstest du davon? Nein, aber er war oft krank und hat sich dann immer zurückgezogen. Vielleicht einmal im Monat, bei Vollmond? Remy hat mir nie erzählt, wie Timmys Eltern ums Leben gekommen sind. Es könnte ein Werwolfsangriff gewesen sein. Gefährliche Biester. Nichts als Wut, Hass und Muskeln. Dein Freund hätte euch das nicht verschweigen dürfen. Er hätte euch zerfetzt, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Timmy schlief in Esthers Jackentasche, als wir im Düsterwald ankamen. Er wusste nicht, dass es hier immer Nacht ist. Und draußen in der normalen Welt sind es noch 2 Wochen bis zum nächsten Vollmond. Vielleicht ist es nicht seine Schuld. Aber er ist gefährlich. Wenn er mich angreift, werde ich mich verteidigen. Ich muss einen Weg finden, den Werwolfsfluch zu brechen. Vielleicht gibt es oben im Schloss eine Bibliothek mit magischen Büchern. Der Hexenmeister könnte sich mit Werwölfen beschäftigt haben. Oder der Graf weiß etwas. Er scheint Wölfe zu mögen. Viel Erfolg damit. Soweit ich weiß, kann nur ein Silberbolzen im Kopf den Fluch brechen. Dazu wird es nicht kommen. Wir suchen Esther im Herz des Waldes, dann kümmere ich mich um Timmy. Sofern er sich nicht zuerst um uns kümmert. Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjägerin? Was soll das sein? Ein Mädchen wie ich? Naja, die meisten Gnomenmädchen, die ich kenne, suchen sich nicht so einen gefährlichen Beruf aus. Ja, werden lieber Ingenieure, Mechaniker oder Techniker. Aber was, wenn ich auf diesen Mädchenkram keine Lust habe? Kann ich gut verstehen. Deswegen bin ich Magier geworden. Kannst du dann nicht einfach irgendwas zaubern und puff, das Böse ist verschwunden? Nein, Ich bin kein Magier mehr. Oh, ich find's zumindest gut, dass du's versucht hast. Und du?
Du wolltest also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast es einfach gemacht? Ich wollte meinem Clan helfen. Wollte nicht tatenlos zusehen, wie... Ich verdiene Gold. Das können wir gut gebrauchen. Und sobald du das Gold zusammen hast? Mal sehen. Zurück nach Hause. Vielleicht suche ich mir einen stattlichen Gnomenmann. Wirst du das Abenteuer nicht vermissen? Beinahe von Spinnen aufgefressen zu werden? Nein, nicht sonderlich. Wir sollten gemeinsam weitergehen und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Allerdings bin ich schon stundenlang durch den Wald geirrt. Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn, aber dieser Wald... Kein Problem, ich habe das hier. Was ist das? Die Fühler des Geräts schlagen umso stärker aus, je näher wir uns an einer Quelle übernatürlicher Energie befinden. Genial! Wir müssen nur immer die Wege nehmen, an denen das Gerät am stärksten ausschlägt. Richtig. Unsere Sinne können getäuscht werden, aber gute alte Gnomentechnologie nicht. Gehen wir! Übrigens, mein Name ist Lizzie Kieselbach. Meine Freundin nennt mich Tin Lizzy, weil, naja, ist ziemlich offensichtlich. Und wenn uns das Ding einfach im Kreis führt? Das glaube ich nicht. Schau! Das Herz des Waldes. Bist du sicher? Ziemlich. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Kopflose Reiter, Paladine, Hexen, Spinnen. Darin könnte eine Armee auf uns warten. Ladies first? Was immer in der Höhle unter dem Baum lebt, es hat alle Bäume in der Nähe getötet. Nur der Baum direkt über dem Höhleneingang lebt noch. Mehr oder weniger. Ich habe noch nie einen so verkrüppelten und kranken Baum gesehen. Selbst Ivos Vater dürfte Probleme damit haben, ihn wieder erblühen zu lassen. Also schön. Ich gehe voran. Esther! So, so, so. Wen haben wir denn da? Das ist nicht möglich. Der Erzmagier ist tot. Wer seid ihr? Ja, ich bin tot. Dank dir. Wärst du nicht so unfähig und dumm gewesen, würde ich noch leben. Schluss damit. Du bist nicht der Erzmagier. Aber Wilbur, wie kannst du sowas nur sagen? Ich war dein Freund und du hast meinen Tod nicht verhindert. Wer bist du wirklich? Schweig! Erzmagier Alistair und Remy waren meine Freunde. Ich verbiete dir, so zu tun, als wären sie hier. Verstehst du nicht, Wilbur? Wir haben uns auf dich verlassen und du hast unser Vertrauen missbraucht. Du hast uns enttäuscht. Und du wirst auch Gulliver, Timmy und die anderen enttäuschen. Du bist nur ein kleiner, dummer Junge, der immer alles nur noch schlimmer macht. Blödsinn! Hör nicht auf ihn, Wilbur! Nein! Ja! Ich werde dich aussaugen! Stopp! Ich weiß, wer du bist. So. Hexenmeister Van Buren hat diese Gegend nie verlassen, oder? Du bist sein Geist. Oder du bist der Geist des Waldes und wurdest von Van Buren aufgeweckt. Ja, ich bin der Geist des Hexenmeisters. Und ich bin der Geist des Waldes. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Du bist beides? Ich bin noch viel mehr. Fürchtet mich!
Du bist immer das, wovor wir uns am meisten fürchten, oder? Ich bin Tod, Krankheit, Verlust, Versagen, Demütigung, das Monster unter dem Bett, der schwarze Mann im Schrank. Lissy hat Angst vor Spinnen, Esther vor Paladinen, die ihr mal den Kopf abgeschlagen haben. Und ich will nichts falsch machen und schuld sein, wenn meinen Freunden etwas Schlimmes passiert. Aber du kannst es nicht verhindern. Ihr beide werdet diese Höhle nicht leben verlassen. Und dann hole ich mir deine Freunde, einen nach dem anderen. Du bist nicht real. Pfeile und Bolzen fliegen einfach durch dich hindurch. Nichts kann mich verletzen. Ihr seid verloren. Verzweifelt. Du bist nicht real. Du hast nur Macht, weil wir sie dir verleihen. Nein, ich bin real. Ich werde deine Freunde töten. Ja, dann tu es. Friss sie auf, da liegt sie. Ich werde dich mit meinen vielen Beinen abtasten und ich werde dich beißen. Nein, wirst du nicht. Die Spinne ist nicht real, Lissy. Doch, Angst ist real. Lass dich nicht von der Angst lähmen, Lissy. Sei mutig. Warum weichst du zurück? Du wolltest sie doch beißen. Ja, warum soll ich Angst vor dir haben, wenn du mir eigentlich gar nichts tun kannst? Aber wenn doch. Man kann nie wissen. Das Risiko gehe ich ein. Ihr könnt mich nicht vernichten! Ich bin immer da! Aber wir können dich kontrollieren. Alles okay? Ja, geht schon wieder. Alle möglichen kleinen Gegenstände und auch ein paar Kleidungsstücke. Dieses Ding hat sich an der Angst seiner Opfer gelabt. Es hat sie krank gemacht, vielleicht sogar verrückt. Sie konnten an nichts anderes mehr denken, haben nichts mehr gegessen. Und niemand im Dorf wusste, was geschehen ist. Ein kleiner Spiegel, eine Flöte, Schuhe, Tücher, da, eine Haarspange. Viele Kleinigkeiten, die an die verschleppten Dorfbewohner erinnern. Ich werde dem Bürgermeister anbieten, alles ins Dorf zu bringen, sobald ich Timmy vom Fluch befreit und das Buch des Hexenmeisters gefunden habe. Das Bild eines Clowns. Witzig. Ein trauriger Clown ist Kunst, das weiß jeder. Aber der hier sieht nicht sonderlich traurig aus. Trotz meiner Zeit in Seefels kenne ich mich mit Fischen nicht gut aus. Ich bin ein Bergkind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei diesem Fisch um einen Delfin handelt. Das erklärt auch, warum er mit der Schwimmerin spielen will. Jemand meinte mal zu mir, Delfine und Wale seien gar keine Fische. Es seien Vögel, weil sie mit ihren Flügeln durchs Wasser fliegen wie Vögel durch die Luft. Vielleicht ist da etwas dran. Ein Mann, der freundlich dem Betrachter zuwinkt. Er trägt ein Namensschild. Er heißt Klaus. Kapiere ich nicht. Ich mag es nicht, wenn man bei Kunst nachdenken muss. Was soll uns das Klaus-Bild sagen? Ziemlich furchteinflößender Gegner, oder? Ja, was glaubst du, ist es? Ein Dämon? Ein Geist? Ich glaube, nach dem Tod des Hexenmeisters hatten die Leute im Dorf so große Angst, dass etwas Schlimmes passieren würde, dass es dann auch tatsächlich passiert ist. Und hätten sie keine Angst gehabt, wären sie alle noch da? Ich weiß nicht. Mein Onkel Ludok hatte ständig Angst, krank zu sein. Das hat ihn krank gemacht. Und wenn du zu viel Angst vor dem Tod hast, vergisst du darüber das Leben. Weißt du, was ich meine? Du bist ein Philosoph, Wilbur Wetterquarz. Ich habe nur in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, dass es besser ist, Dinge zu tun und vielleicht zu scheitern, als Angst davor zu haben und gar nichts zu tun.
Was machst du, wenn das hier vorbei ist? Hilfst du mir, das Buch des Hexenmeisters zu finden? Das ist dein Abenteuer. Auf mich warten andere. Aber, naja, ich finde, wir beide passen gut zusammen. Also als Partner, meine ich. Also als Abenteurerpartner. Das finde ich auch. Vielleicht besuche ich dich mal. Seefels im Frühling soll eine Reise wert sein. Naja, gerade ist es ein Polizeistaat mit einer wahnsinnigen Herrscherin. Kann auch nett sein. Kommt auf die Begleitung an. Esther hat noch keinen Mucks von sich gegeben. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Und ich hoffe, sie kann laufen. Es wäre ein langer Weg zurück, wenn ich sie tragen müsste. Esther, wie geht es dir? Er wird mir den Kopf abschlagen und dann kann ich mich nicht mehr um Gulliver und Nate kümmern. Gulliver und Nate geht es gut. Die beiden warten am Lagerfeuer auf dich. Ja, noch geht es ihnen gut, aber der Paladin will mir den Kopf abschlagen und wer kümmert sich dann um die beiden? Es gibt keinen Paladin mehr und es gab auch nie einen. Es war eine Art Trugbild, um dir Angst zu machen. Doch, ich habe ihn gesehen. Er will meine Familie holen. Keine Angst, Esther. Dieses Ding ist fort. Es kann dir nichts tun. Der Paladin, er will mir den Kopf abschlagen. Wer soll sich dann um meine beiden Jungs kümmern? Schau mich an, Esther. Hier ist niemand, der dir etwas Böses will. Der Geist ist verschwunden. Er ist weg? Er ist weg und er kommt nicht wieder, solange du ihn nicht lässt. Er hat gesagt, er will sich Nate holen. Sobald er mir wieder den Kopf abgeschlagen hat, will er sich meinen kleinen Jungen holen. Dazu wird es nicht kommen. Ich erkläre es dir, aber nicht hier. Lass uns zu Nate und Gulliver ans warme Feuer gehen. In Ordnung? Ja, ja. Oh, danke, Wilbur. Sobald sie Gulliver und Nate in die Arme schließen kann und weiß, dass alles in Ordnung ist, wird sie diese Höhle schnell vergessen haben. Ich kenne zwei, die sehnsüchtig auf dich warten, Esther. Und ich kenne jemanden, der uns einen Sack voll Gold schuldet. Kommt, gehen wir. Dann gab es nie einen Fluch? So ist es. Keinen Fluch, keine reale Bedrohung. Erst die Angst davor hat sie real werden lassen. Ich werde zukünftig versuchen, nicht immer gleich das Schlimmste zu vermuten. Ja, seien Sie neugierig. Fangen Sie damit an, dass Sie meine Zombie-Freunde in Ihrem Dorf willkommen heißen. Wir werden sehen. Ich werde zumindest mal mit Ihnen reden. Das ist immer ein guter Anfang. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie demjenigen, der den kopflosen Reiter zur Strecke bringt, einen Sack voll Gold versprochen. Natürlich. Und du hast ihn dir verdient. Wir haben ihn uns verdient. Lissy und ich machen halbe-halbe. Genau wie es abgemacht war. Wir sehen uns. Oh, ja. Bis später. Warum hat sich Ihnen die Angst in Form eines kopflosen Reiters gezeigt? Mein Großvater hat mir früher immer eine Geschichte von einem kopflosen Reiter erzählt. Ich hatte große Angst davor, aber es war auch meine Lieblingsgeschichte. Und wenn es erst einmal genug Hysterie gibt, hält man alles für möglich. Sogar, dass Spukgestalten real sind. Sie wissen jetzt, wie Sie sich gegen den Fluch wehren können. Können Sie mir dann jetzt bitte den Weg zum alten Van Buren-Schloss zeigen? Natürlich. Dir und der bezaubernden jungen Dame. Das wurde aber auch mal Zeit. Ich mache eine genaue Karte. Ich werde bestimmt noch ein paar Mal vom Schloss ins Dorf und zurückreisen müssen. Meine Freunde sind hier und Timmy ist immer noch irgendwo im Wald. Ist mir recht. Brechen wir auf.